Im ersten Teil der Vorlesung Machine Learning werden wir uns mit Beispielen für Lernaufgaben auseinandersetzen und daraufhin die Lernaufgaben formal spezifizieren. Ein erstes Beispiel. Hier sehen Sie einen Carshopping Guide und wir haben zwei Beispiele gegeben für ein Auto, das nicht erwünscht ist, das nicht auf Zustimmung stößt, das nicht schön ist, Daumen runter, und ein Auto, das auf Zustimmung stößt, Daumen hoch. Und die große Frage ist, jetzt haben wir hier ein drittes Beispiel gegeben, für das wir eine Entscheidung treffen müssen. Daumen hoch oder Daumen runter, gemäß dem Ziel, das sozusagen implizit durch diese linken Beispiele vorgegeben ist. Was würden Sie sagen? Daumen hoch? Alle, die Daumen hoch sagen, Daumen hoch oder Finger oder Hände hoch. Ja. Gut. Ich würde sagen, so ja, knapp zwei Drittel. Gegenprobe, Daumen runter. Also auch Hände hoch und Daumen runter. Fast keiner. Also ich sehe zumindest da. Okay, dritte Probe, unentschieden. Jetzt wird es interessant. Vierte Probe, gar nicht die Hände gehoben. Okay, ja, es ungefähr passt schon. Sie haben innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde eine Entscheidung getroffen. Einfach so. Schon als Sie es gesehen haben. Sie haben es alles erfasst, gehe ich fest von aus. Woran haben Sie es festgemacht? Daumen hoch. Woran nichts? Was? Warum der Daumen hoch? Ja, es ist, ich nehme Ihre Erklärung an. Andere Erklärungen? Hat jemand andere Ideen? Würden Sie es anders erklären, wie Ihre Entscheidung? Ja. Ja, okay, noch mehr? Hat jemand noch andere Vorlieben? Ja? Ich habe Daumen runter gemacht, weil Ja. beim Tesla ist es transparent, also da ist alles weiß drumherum. Und bei den anderen beiden Autos gibt es eine Umgebung. Okay, alles klar. Ganz hinten. Finde ich gut, ja, danke, danke. Ja. Ja, also ich glaube, es ist eine Frage, wie abstrakt man das macht. Ja, also ich meine zum Beispiel bei den kaputten Autos sind die Reifen auch nicht ganz rund. Sind die Reifen rund. Die Fenster sind drin bzw. nicht drin, also schwarz. Ja, genau. Ich meine, die Frage steht drunter. Was sind die Kriterien? Sie haben alle eine Reihe von Kriterien genannt. Es gibt noch unzählige mehr, die man anführen könnte. Und es gibt auch, insbesondere Sie haben Regeln aufgestellt. Haben Sie über diese Regeln von vornherein nachgedacht und dann die Entscheidung getroffen? Oder haben Sie einfach eine Entscheidung getroffen und sich dann die Regel dafür überlegt? Sie, ja, Sie, Sie. Ich glaube, gute Frage. Ja. Habe ich jetzt tatsächlich nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich habe ich meine Entscheidung vorher getroffen und dann meine Regel formuliert, aber so, wenn ich jetzt einfach aus meinem Instinkt sagen würde, ist beides halbwegs gleichzeitig passiert. Kann sein. Das, Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass für mich persönlich, ich habe nicht viel an Autos, deswegen sehe ich Autos als reines Nutzwerkzeug und deswegen sollten mindestens funktionieren, ne? Ja. Alles in Ordnung. Also ich will das nicht in Frage stellen, weil häufig müssen wir Bauchentscheidungen treffen, aber diese Bauchentscheidungen, natürlich funktioniert Introspektion schon. Es ist nicht alles erfunden, wenn wir darüber nachdenken, warum wir eine Entscheidung getroffen haben. Aber es gibt ein gewisses Risiko.
wenn wir sagen, die Regel war the shiny one oder sowas. Und wir machen nachher eine komplizierte Regel, aber ja, das ist so klein, das ist noch ein bisschen effizienter, genauso effizient wie das. Und, ja. Kein Sportwagen, fährt nicht 180, keine Ahnung, brauche ich auch nicht. Ne, sowas in der Richtung. Dann haben wir uns eine schöne Erklärung überlegt für die eigentliche Regel, die wir wirklich im Kopf angewendet haben, the shiny one. Und das ist, da muss man vorsichtig sein, aber das ist eine andere Frage, darum soll es hier nicht gehen. Der Punkt ist, um dieses Problem zu lösen, haben sie Kriterien angewandt. Ich habe sie in gewisser Hinsicht, um in dem Neudeutsch der generativen Modelle zu sprechen, ich habe sie gepromptet mit zwei Beispielen und sie mussten auf Basis dieser Beispiele versuchen, das Konzept, das ich Ihnen vermitteln möchte, nämlich ab wann man den Daumen runter macht und ab wann man den Daumen hoch macht, anhand des neu einzuschätzenden Beispiels irgendwie ja, erlernen. Und die Kriterien, die man dafür ansetzen kann, sind alle, die Sie genannt haben und wahrscheinlich noch sehr viele mehr. Das erstmal nur so als einführendes Beispiel. Wir brauchen irgendwelche Kriterien und wir müssen diese Kriterien ansetzen. Ob wir das bewusst tun oder eine Bauchentscheidung treffen, so oder so wurde irgendeine Entscheidung getroffen auf Basis dieser Beispiele. Neues Beispiel. Hier kann ich Sie nicht so leicht um eine Entscheidung bitten, aber ich zeige Ihnen mal eine ganz andere Anwendung. Auch hier geht es mehr um eine statistische Optimierung, aber auch um ein Lernverfahren. Wir befinden uns in einer Bank und wir wollen Kredite vergeben. Wir haben eine ganze Menge von Daten über bereits vergebene Kredite und darunter befinden sich dann jetzt hier zwei Customer, zwei Kunden, Kunde 1 und Kunde N und dazwischen noch eine ganze Menge mehr Beispiele. Und für jeden Kredit erheben wir eine ganze Reihe von Daten im Einklang mit dem, was die was den Banken erlaubt ist zu erheben. Und die Entscheidung, die eine Bank jetzt jeden Tag treffen muss, ist, vergeben wir einen Kredit, wenn ein neuer Kunde kommt und eine bestimmte Forderung stellt und wir diese Daten über diesen Kunden erhoben haben? Ja oder nein? Auf Basis der existierenden Daten und insbesondere dem Erfolg, den der Kredit von Seiten der Bank hatte, nämlich ob der Kredit inklusive Zinsen zurückgezahlt wurde, kann nun versucht werden, Regeln zu erlernen. Solche Regeln, wie Sie sie eben auch fürs Auto formuliert haben. Zum Beispiel, wenn das Einkommen größer als 40.000 Euro ist und die Kreditperiode nur 3 Jahre ist oder wenn man ein Haus besitzt als Sicherheit, ja dann kann man den Kredit schon vergeben. Zum Beispiel, eine ganz einfache Regel. Natürlich werden die Regeln in der Realität bedeutend komplexer sein. Auch das ist maschinelles Lernen. Wir versuchen aus den Beispielen vergangener Kreditvergaben, erfolgreicher und unerfolgreicher, das heißt gescheiterter Kreditvergaben, auch ein besonders gut aussehender Kredit, den man vergeben könnte, könnte auf Dauer scheitern, versuchen wir zu erlernen oder versucht ein maschinelles Lernverfahren zu erlernen oder auch ein Mensch, der diese Entscheidung treffen muss, ob man denn einen Kredit vergibt oder nicht. Noch ein Beispiel. Selbstfahrende Autos. Ganz modern, weiterhin, aber auch eigentlich ganz alt. Wird schon seit Ewigkeiten dran geforscht und die Probleme, die hier auf einen einströmen, sind etwas komplexer als bei den Beispielen, die wir vorher gesehen haben. Bei den vorigen Beispielen, da können wir die Kriterien, die man ansetzen kann, die sinnvollen Kriterien beim Auto, bei der Daumen-hoch- oder Daumen-runter-Entscheidung oder bei der Kreditvergabe, recht gut aufzählen. Hier wird das schwieriger beim Autofahren, bei den selbstfahrenden Autos. Ich zeige Ihnen ein kleines Video von dem System, wie es 1992 erstmals vorgeführt wurde. Mach's auch mal hoch. Mach's auch mal laut. With NavLab 2, a US Army Humvee fitted with an impressive new vision system known as Alvin. Alvin is what is called a neural network program. It's actually capable of learning to drive.
Calvin is shown the road through a video camera while a person does the driving. After about 5 minutes of this learning process, Alvin takes over and continues driving on its own. NavLab 2 eventually reached driving speeds of 55 miles per hour. Okay, wir müssen das Video nicht ganz angucken, aber das nur als Hintergrund. Es wird schon sehr lange an selbstfahrenden Autos geforscht. Was ist eigentlich das Problem hier? Versuchen Sie es mal zu umreißen. Welche Kriterien würden Sie denn ansetzen für Selbstfahren? Okay. Regeln, gut. Die Regeln, die schon da sind, die Menschen folgen können, ja. Das sollten auf jeden Fall alle bekannten Verkehrsschilder mit enthalten sein, dass sie darauf geachtet sind. Ja, das ist eine Untermenge von Straßenverkehrsregeln, würde ich sagen. Auch ja. So übliche Situationen sollten schon im Vorrein trainiert werden, zum Beispiel Personen rennen mal auf die Straße oder so. Oder gehen ja, mit. Ja. Common Sense würde ich das nennen, ja. Nicht Menschenschaden. Das könnte auch Teil der Straßenverkehrsregeln sein, ich bin mir nicht sicher. Ja? Sollte sich auch vor allem, wenn es um normale Fahrzeuge kommt, sich auf der Straße weiter bewegen und nicht die Straße verlassen? Ja, okay, ganz, ganz basal. Nicht halb auf der Straße fahren, voll auf der Straße fahren. Ja? Es sollte auf jeden Fall auch am Zielort ankommen, möglichst mit der beste Route. Ja, wunderbar. Da sind wir schon einen Weg weiter. In dem Video hier wurde gesagt, dass das System, das damals gebaut wurde, gar nicht mal so komplex ist, sondern einfach gesagt, nach 5 Minuten Fahren auf einer gegebenen Straße konnte es dann die Fahrt selber fortsetzen. Zumindest eine Weile wahrscheinlich. Genau. Aber ja, eine komplexere Aufgabe soll gelöst werden. Das sind nur ein paar. Es gibt noch unzählige mehr. Aber das sind schon mit die wichtigsten und jedes einzelne der genannten Kriterien ist unendlich komplex, wenn man es auch nur ansatzweise dann erfassen möchte, weil wir hier von einer Hierarchie von Problemen und Teilproblemen sprechen. Und wenn man die alle anhand von Kriterien, wie wir es gerade beim Autobeispiel oder beim Bankbeispiel gemacht haben, aufzählen wollten, wir würden nie fertig werden. Denn es gibt viel zu viele Ausnahmen. Hier ein etwas aktuelleres Video. Da ist es ein Tesla, den jemand mal in den Diagnosemodus gesetzt hat. Und wir können uns mal 1, 2 kleine Szenen davon angucken. Hier zum Beispiel. Fahren im Kreisverkehr. Es müssen unzählige Objekte erkannt werden, die relevant sind für das Fahren. Das sehen Sie durch die ganzen Boxen in der Umgebung. Sie sehen, die Erkennung ist nicht perfekt. Manchmal wird ein Objekt erkannt, manchmal nicht. Gehen wir noch woanders hin, hier vielleicht. Ja, jetzt kann man hier zum Beispiel sehen, ja, ich ziehe mit der Maus hin, hier, dass hier ein Cycle erkannt wird, beziehungsweise ein Pedestrian, Cycle, ja, ist nicht ganz sicher, was ist es denn? Und ein Rollerskater. Nun ja, Sie sehen, es gibt in der realen Welt, und das wird nicht alles perfekt abgebildet, ein Mensch hat damit keine Probleme, überhaupt nicht. Hier komisches Fahrverhalten eines vorausfahrenden Fahrzeugs, können Sie jetzt gleich sehen. Generell eine sehr schwierige Situation, sehr viel Verkehr. Rechtes Blinken hier vom linken Fahrzeug, links abbiegen, dran vorbeifahren, jetzt schwenkt es trotzdem noch ein, kein Unfall. Ja, das sind alles so Situationen, mit denen man sich im Straßenverkehr auseinandersetzen muss. Und Menschen haben damit kein Problem. Sie machen ein paar Fahrstunden, lernen ein bisschen Verkehrsregeln, Theorie und können das sehr gut. Das Verfahren, das hier zum Einsatz kommt, hat aber auch nicht viel mehr Input. Es kann auch nur sehen im Extremfall. Vielleicht LIDAR und andere Sensorik, aber nicht viel mehr als sehen, die Umgebung mit Sensorik abtasten. 1992 sah das dann ungefähr so aus, die Sensoren waren nicht sonderlich gut. Man hat ein paar Punkte gesehen, das könnte eine Straße sein, aber vielleicht auch nicht. Heute sieht es etwas hochauflösender aus, aber die Probleme bleiben dieselben. Wir müssen die komplexe Realität abbilden auf irgendeine
doch sehr diskrete Repräsentation im Computer, die es dem Computer auch ermöglicht, Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidung hier zum Beispiel könnte sein, abhängig von dem Bild, das man sieht, wird abgetastet mit einzelnen Ausschnitten hier und dann durch ein sogenanntes neuronales Netz gejagt, das am Ende Entscheidungen treffen soll, wie scharf links, scharf rechts, geradeaus oder irgendetwas dazwischen, also Lenkentscheidungen zum Beispiel. Oder Entscheidungen wie Bremsen, Anfahren und so weiter, Gang hoch. Alle möglichen Entscheidungen, die man halt im Auto trifft. Das sind verhältnismäßig wenige. Eine dritte Lernaufgabe, bedeutend komplexer. Wie kann man all diese Komplexität erfassen, formell? Was ist ein Lernproblem? Was ist eine Lernaufgabe? Fangen wir ganz am Anfang an. Mitchell definiert maschinelles Lernen als ein Computerprogramm, beziehungsweise Mitchell sagt, ein Computerprogramm lernt, wenn es aus Erfahrung bezüglich einer bestimmten Art von Aufgaben, einer bestimmten Klasse von Aufgaben und einem Erfolgsmaß mit zunehmender Erfahrung einen besseren Erfolg erzielt. Das heißt, wenn ich dem Computer mehr Beispiele zeige, wie es eine Aufgabe richtig löst, dann wird es aus dieser Erfahrung etwas lernen und in Zukunft ungesehene Aufgaben besser lösen können. Oder, im Sinne des autonomen Fahrens, der selbstfahrende Auto ditcht mal irgendwo an und hat dann gelernt, okay, ich sollte mehr Abstand halten. So wird es nicht laufen, das soll das schon vorher wissen, aber so könnte es natürlich auch laufen. Wir lernen schließlich auch, unser Verhalten anzupassen auf Basis der Umgebung, ad hoc und jederzeit. Weitere Beispiele könnten mit sein, das ist jetzt ein laufendes Beispiel, zum Beispiel das Schachspielen hier. Das Erfolgsmaß sind die Zahl der gewonnenen Spiele in einer Weltmeisterschaft und die Erfahrung, nun ja, können wir aus ganz vielen möglichen Dingen, aus den vergangenen Spielen, die andere schon gespielt haben, oder wir haben die Möglichkeit, einfach gegen uns selbst zu spielen. Das ist eine spannende Möglichkeit, die auch Computer insbesondere haben, in großem Maßstab gegen sich selbst zu spielen. Ganz einfaches Beispiel, wie hier auf dem Bild auch vorher, Character Recognition oder in dem Fall das Erkennen von Wörtern auf Basis von Bitmap-Bildern. Das Erfolgsmaß, die Anzahl, der Anteil der korrekt klassifizierten Wörter und die Erfahrung, die Sammlung korrekt klassifizierter Wörter, gegebenenfalls aber auch eine Sammlung falsch klassifizierter Wörter, um Negativbeispiele zu haben. Hier steht Performance, Englisch. Im Deutschen ist das nicht so ein Problem, aber Performance beinhaltet eigentlich nicht nur Effektivität, sondern auch Effizienz. Und es bezieht sich hier ganz klar auf Effektivität. Effizienz hilft uns nicht. Wir wollen natürlich, dass ein Computerprogramm immer so effizient wie möglich ist. In Abhängigkeit davon, dass natürlich die Effektivität dafür nicht einbüßt. Ganz häufig ist aber so, dass wenn wir eine höhere Effizienz erzielen wollen, wir Effektivität einbüßen oder abgeben müssen, um die Effizienz zu erreichen. Erfahrung kommt aus Datensätzen. Und wir sammeln auch eine ganze Reihe von Datensätzen. Ganz kleines bisschen Eigenwerbung. Sehen Sie hier alle gesammelt. Sogenannte Korpora, Sprachkorpora, die verschiedene Probleme lösen können. Das ist das Erfahrungswissen, das man sammeln kann und aus dem man lernen kann. Welche Arten von Lernparadigmen kann man nun ansetzen? Nun, da gibt es erstmal drei grundlegende. Das ist das überwachte Lernen, das unüberwachte Lernen und das Verstärkungslernen. Beim überwachten Lernen haben wir eine Menge von Beispielen gegeben und sollen daraus lernen. In dem Fall von Problemen und Eingaben für Probleme und Ausgaben für Probleme, zum Beispiel die Autos, die wir am Anfang gesehen haben. Die Bilder wären die Eingabe und Daumen hoch und Daumen runter wäre dann die erwartete Ausgabe und dann bekommen wir irgendwann ein neues Bild oder hier das Beispiel der Optical Character Recognition.
unüberwachtes Lernen, das soll in einer gegebenen Datenmenge, über die wir noch nichts wissen, Strukturen erkennen. So wie Menschen das auch können. Wenn wir in den Sternenhimmel schauen, sehen wir Strukturen, wir sehen Sternenbilder. Oder Anhäufungen von Sternen zumindest. Wenn wir in Daten reinschauen, können wir auch Strukturen erkennen, die vielleicht auch mehr Semantik tragen, wie zum Beispiel Clustering von Dokumenten, das heißt Cluster von Dokumenten, die semantisch ähnlich sind, die man im Prinzip in eine Kategorie einsortieren könnte, um sie in einer Bibliothek zu verwalten. Das kann mit sogenannten Clusteranalyseverfahren geschehen. Wir können Parameter von Funktionen optimieren, mit zum Beispiel dem Expectation Maximization Algorithmus, oder wir können von hochdimensional dargestellten Daten, also das heißt von Dokumenten, die in irgendeiner Weise im Computer repräsentiert sind, in einem hochdimensionalen Raum, eine Faktoranalyse machen, um herauszufinden, welche Dimensionen denn die Daten am besten erklären. Oder wie hier das Beispiel, wir können versuchen, in einem Netzwerk, dessen Standard-Netzwerk-Traffic wir über einen langen Zeitraum aufgezeichnet haben, herauszufinden, ob es dort Ereignisse gab, die nicht üblich sind und demzufolge darauf hindeuten könnten, dass jemand eingebrochen sein könnte. Das dritte ist das Verstärkungslernen. Hier soll aus der Umgebung heraus gelernt werden. Es gibt irgendeinen Feedback-Mechanismus, den die Umgebung bereitstellt. Ein Lehrer in gewisser Hinsicht. Der Lehrer ist aber nicht in der Form da, dass er uns Beispiele gibt, sondern der Lehrer sagt, gut gemacht oder schlecht gemacht, wenn ein System agiert. Und das System soll sich daraufhin anpassen in seiner Aufgabenerfüllung. Ein einfaches Beispiel dafür könnte sein, für Verstärkungslernen, wie es natürlich auch uns betrifft, wenn wir uns in der realen Welt bewegen, wenn wir oder wenn ein Kind zum Beispiel hinter einem Auto steht am Straßenrand und über die Straße zu gehen versucht und das sich nicht umsichtig ist, dann könnte das Feedback der Umgebung das anfahrende, hupende Auto sein oder im schlimmsten Fall der Unfall. Schauen wir uns an, welche Arten von Erfahrung wir sammeln können, am Beispiel des Schachs. Wir können also direktes Feedback einholen. Das heißt, wir können uns Schachbrettkonfigurationen heranziehen und für jede Schachbrettkonfiguration aufzeichnen, was denn jetzt der beste nächste Zug wäre. Oder wir können uns indirektes Feedback holen und einfach gegeben ein Schachspiel oder ein bestimmtes Brett das finale Ergebnis, was von dem Ausgangspunkt erzielt wurde, heranziehen. Man könnte uns auch eine ganze Reihe von verschiedenen Beispielen vorlegen. Wichtige Beispiele, aus denen man etwas lernen kann. Und wir als Lernender ziehen dann sozusagen einfach die Beispiele heraus, aus denen wir am meisten lernen können. Das heißt, über die wir noch am wenigsten wissen. Wichtig bei der Auswahl von Beispielen in beiden Fällen, beim direkten Feedback wie auch bei der Vorlage von Beispielen, ist allerdings, dass wir aus Beispielen lernen, die auch etwas damit zu tun haben, welche Aufgaben wir in Zukunft lösen wollen. Das heißt, wenn wir irgendwelche abstrusen Beispiele, irgendwelche Randfälle uns anschauen, die aber mit der Realität nichts zu tun haben, die nicht so aussehen oder nicht so gestaltet sind wie die meisten Beispiele, denen wir in der Realität begegnen, dann werden wir eventuell etwas Falsches erlernen. Und natürlich sollten die Beispiele relevant sein. Das bedeutet, sie sollten bezüglich des Erfolgsmaßes, das wir zu optimieren suchen, vernünftig gewählt werden. Und dann stellen sich dann automatisch die Fragen, können wir mit diesen Einschränkungen bezüglich des Erfolgsmaßes, das wir gewählt haben und den Beispielen, die wir ausgewählt haben, können wir überhaupt etwas lernen? Oder können wir die Situationen, die sich uns dann in der Realität stellen werden, überhaupt meistern? Bleiben wir beim Schachbeispiel und jetzt geht es dann Richtung der formalen Modellierung eines Lernproblems oder einer Lernaufgabe.
Und das Ideale, was uns passieren könnte, ist natürlich, dass wir für jede Schachbrettaufstellung, die man sich vorstellen kann, den besten nächsten Move als Beispiel haben. Dann ist das Problem eigentlich gelöst. Oder zumindest für eine sehr große Auswahl. Wir wollen irgendeine ideale Funktion, stellen wir uns hier vor. Eine Funktion Gamma. Das ist die Zielfunktion, die wir anzustreben versuchen. Warum ist A nicht möglich? In der Realität? Warum können wir A nicht einfach aufzählen? Ja? Ja, genau. Die Anzahl der möglichen Konfigurationen von Figuren auf dem Schachbrett ist viel zu groß, als dass wir sie alle aufzählen könnten. Das heißt, diese Funktion kann nicht in der Realität existieren. Jetzt gibt es aber doch Menschen, die super Schach spielen. Was machen die denn? Die machen bestimmt nicht B. Das sage ich gleich vorweg. Aber ich möchte auch hier vorwegschicken, zu allem, was hier gleich kommt, um das Problem des Schachspiels irgendwie auch mit Hilfe von maschinellen Lernen zu lösen, dass das nur ein Weg ist. Aber Menschen sind die Referenz. Das heißt, da wir nicht, wie Sie sagen und einfach die Funktion aufzählen und damit das Problem lösen können, müssen wir uns auf ExpertInnen verlassen. Das heißt, menschliche Großmeister beim Schachspielen. Und der einzige Weg, den wir in der Praxis in der Informatik nehmen können, ist dieser hier. Wir versuchen, die ideale Zielfunktion irgendwie zu formalisieren. Das ist ein Vorschlag, wie man sie formalisieren kann. Und das ist ein sehr abstrakter Vorschlag. Sie sehen auch gleich, warum. Wir bilden irgendwie die Schachbretter auf irgendeinen Wert der reellen Zahlen ab, der zwischen 1 und minus 1 liegt. Oder minus 1 und 1, so. Und diese Funktion ist eine rekursive Funktion, die 4 Fälle hat. Die ersten 3 sind sehr kanonisch. Wenn O, und das O soll jetzt hier aus der Menge der möglichen Schachbrettkonfigurationen sein, das heißt O ist irgendeine Schachbrettkonfiguration. Wenn O eine finale Konfiguration ist, das heißt am Ende eines Spiels und das Spiel gewonnen wurde, dann bewerten wir Gamma von O mit 1. Wenn das Spiel verloren wurde beim finalen Zustand O, dann bewerten wir Gamma mit minus 1. Wenn ein Unentschieden herausgekommen ist, dann bewerten wir Gamma mit 0. Und in allen anderen Fällen, das heißt, wenn O irgendeine Schachbrettkombination ist, die nicht final ist, dann soll O dem Gamma-Wert von O Stern entsprechen. Das heißt, der finalen Schachbrettkombination, die entstehen würde, wenn man von O ausgehend optimal weiterspielte. Das ist eine schöne rekursive Definition, ist natürlich genauso unrealistisch wie A. Ne? Machen Sie sich da keine Sorgen, ich erwarte jetzt nicht, dass Sie hier sagen, boah, ja, das Problem ist gelöst, ist es nicht. Aber man hat zumindest einen Weg erreicht, wie man das Ganze ein bisschen formaler fassen kann und es dann mit den Verfahren der KI in dem Fall, wie hier gesagt auch, Alpha-Beta-Pruning oder Minimax-Strategie, das ist heuristische Suche, das ist eine andere Vorlesung. Hier haben wir auch einen Kurs zu in Suchalgorithmen, nicht an dieser Universität, aber die Materialien dazu sind da. Mit diesen Verfahren kann man dann versuchen, zumindest zwar nicht vom Anfang des Schachspiels bis zum Ende die optimale Spielstrategie herauszufinden, aber man kann zumindest von einem Ausgangspunkt ein paar Züge vorausblicken und versuchen, keine gar zu krassen Fehler zu machen mit diesen Algorithmen. Hier war irgendwo gerade eine Frage. Also ich wollte gerade was fragen, aber das haben Sie gerade schon beantwortet. Okay. Verwundert, wie das irgendwie das Problem löst. Nee, das liest das Problem noch gar nicht. Das sorgt nur für einen formalen Rahmen. Ne? Wenn wir jetzt weiterschreiten wollen, das Problem ein bisschen zu lösen, dann müssen wir uns natürlich insbesondere um den vierten Fall hier kümmern, weil das ist ja eigentlich das Problem, was wir haben. Die meisten Schachbrettkonfigurationen sind ja nicht in einem finalen Zustand. Und das heißt, wir brauchen irgendwie, um diese Algorithmen hier mit Informationen zu füttern, die verlassen sich auf diese Formalisierung dieser Funktion, die erwarten irgendein Feedback, um die Suchstrategie, die sie für das Schachspiel dann machen, also den Spielplan sozusagen zu planen. Dafür brauchen die eine Idee davon, ausgehend von irgendeiner gegebenen Schachbrettkonfiguration, ist das denn jetzt zielführend hier oder nicht? Das heißt, wir müssen hierfür ein Modell bauen.
Wir verlassen jetzt die reale Welt und bewegen uns in die Modellwelt. Und wir versuchen, diese ideale Zielfunktion Gamma, die wir uns jetzt vorgestellt haben, also ganz konkret diese hier oder vielleicht auch diese hier, die den Menschen abbildet, ein Mensch trifft ja auch Entscheidungen und der macht das hier nicht, irgendwie im Computer abzubilden. Und dafür kann man unter anderem auch das maschinelle Lernen heranziehen. Gamma soll repräsentiert werden im Computer durch Y. Y nennen wir Modellfunktion. Und das reale Schachbrett können wir so, wie es ist, nicht einfach in den Computer einprogrammieren. Natürlich kann man die Konfigurationen der verschiedenen Sachen da abbilden, aber letztendlich ist es einfach nur eine Serialisierung des Boards, das der Mensch sieht. Wir brauchen noch eine weitere Funktion, das ist die Modellbildungsfunktion Alpha. Das Ergebnis der Modellbildungsfunktion, das bezeichnen wir einfach mal mit diesem X. Und es stellt sich nun die Frage, was dieses X denn sein soll. Wir wählen jetzt eine konkrete Modellfunktion und wir wählen dadurch auch ein konkretes X, wie es aussehen soll. X ist ein Vektor in einem Vektorraum, bestehend aus den Komponenten x1, x2, x3, x4, x5 und x6. Und Y ist eine Linearkombination dieser, ist eine lineare Funktion, eine Linearkombination dieser Komponenten mit zusätzlichen Gewichten. Denn nicht alle x1, alle Merkmale, alle Kriterien, die wir aufstellen können, sind gleich. Wir sagen, dass diese x hier Kriterien sind. Wir versuchen, das Schachbrett also in den Computer reinzuziehen und irgendwie sinnvoll zu beschreiben, was denn die Güte des Schachbretts in Bezug auf die Zielfunktion ist, das Spiel zu gewinnen. Informationen, die ich heranziehen könnte, ganz rudimentär. Das hier ist nicht die beste Schachbrettrepräsentation, das ist eine Schachbrettrepräsentation, könnten sein die Anzahl der schwarzen Bauern auf dem Brett. Oder, das ist jetzt x1 oder x2, die Anzahl der weißen Bauern auf dem Brett. x3, die Anzahl der schwarzen Figuren auf dem Brett. x4, die Anzahl der weißen Figuren auf dem Brett. x5, die Anzahl der schwarzen Figuren, die in Gefahr sind auf dem Brett, und x6, die Anzahl der weißen Figuren, die in Gefahr sind auf dem Brett. Das soll unsere Schachbrettrepräsentation sein. Sie sehen schon, die ist unvollständig. Ein Mensch schaut einfach ein Schachbrett, ein menschlicher Großmeister schaut auf ein Schachbrett und hat sofort intuitiv erfasst, was die Situation ist, alle Variablen im Kopf und alle Möglichkeiten durchgespielt und sagt, das müssen wir machen. Wenn man gegen einen anderen Großmeister spielt, dauert es ein bisschen länger. Aber das ist, wenn Sie sich Schachspiele anschauen, wo Großmeister so 10 Partien auf einmal gegen Laien spielen, dann sehen Sie, wie schnell Schach gespielt wird von deren Seite aus. Weil die einfach rumgehen und sagen, zack, 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 das geht alles ganz schnell. Ja. So wie Sie ganz am Anfang entschieden haben, das Auto, das mag ich oder das mag ich nicht. Das passt oder das passt nicht bezüglich der Zielfunktion, die beiden Bilder vorgegeben haben. Was wir jetzt aber noch brauchen, ist nicht nur diese Funktion. Wir müssen jetzt irgendwie diese Gewichte hier, die entscheiden, welches denn dieser Kriterien, die wir heranziehen, dieser Merkmale von Schachbrettern, denn wichtiger ist als ein anderes, dabei zu entscheiden, ob wir jetzt in der richtigen Richtung sind zu gewinnen oder eher nicht. Dafür brauchen wir Beispiele. Und diese Beispiele sollen hier in einer Menge D gesammelt werden. D für Daten. Wir sammeln also eine Reihe von Repräsentationen von realen Schachbrettern und gehen noch mal ganz kurz zurück. Vielleicht gehen wir auch noch mal ganz zurück und fragen hier den Menschen, Entschuldigung, na, okay, kann es nicht markieren, fragen hier den Menschen, den menschlichen Großmeister, uns doch mal zu sagen, ja, kann man, wenn du hier dran bist, würdest du hier gewinnen wahrscheinlich? Dann meinte ich, ja, so, ja, 50% der Fälle, 0,5. Und das sollen dann hier unsere Werte Y sein. Unsere Einschätzung für die Modellfunktion, die irgendwie im Intervall minus 1 bis 1 sein. Kann auch sein, dass man den Großmeister einfach fragt, würdest du hier gewinnen? Und der dann sagt, ja, Daumen hoch,
Das heißt, man würde eine 1 einsetzen, ganz wie in der Funktion hier vorher, dass man nur dreiwertige Logik hat. Woher man die Beispiele bekommt, ist einem selbst überlassen. Aber wir brauchen diese Beispiele, denn anders können wir nicht dafür sorgen, dass diese Funktion mit Leben gefüllt wird. Und diese Funktion mit Leben zu füllen bedeutet, nicht irgendwie an diesen Xen herumzuschrauben. Die sind fix, das ist unsere gewählte Repräsentation des Schachbretts im Computer. Woran wir aber was ändern können, ist an der Wichtigkeit jedes einzelnen Merkmals, das heißt hier an den Gewichten, mit denen diese einzelnen Merkmale hier linear kombiniert werden, die dann einen Gesamtwert ergeben, der uns sagt, wie gut ist denn das Schachbrett im Sinne einer Gewinnstrategie. Wir können auch andere Modellfunktionen aufstellen. Das ist nur eine davon und das ist eine, die Sie sehr häufig jetzt in nächster Zeit sehen werden. Aber wir können auch einfach eine Fallbasis aufstellen. Wir können uns ähnliche Schachbretter suchen und sagen, ja, hier ist ungefähr so ein ähnlicher Fall und da wurde folgender Zug gemacht in einem Spiel von vor 3 Jahren und den können wir ja auch mal anwenden. Auch eine Art von Modellfunktion. Wir können Regeln aufstellen. Schachregeln. Wie spielt man Schach am besten? Wir haben eben auch Regeln aufgestellt, um die Entscheidung zu rationalisieren, die Sie wahrscheinlich ad hoc getroffen haben. Vielleicht noch unter Einbeziehung ein weiterer Kriterien. Wir können neuronale Netze verwenden, wie es dann dieser Tage auch geschehen ist mit Googles AlphaGo. Und natürlich können wir, abgesehen von dieser linearen Funktion, auch Polynome höherer Ordnung verwenden. Da gibt es keine Einschränkung. Sie sehen jetzt hier so eine Bemerkungsfolie. Habe ich eben nichts zu gesagt, habe ich eben auch, glaube ich, einfach übersprungen oder wir hatten eben schon einen, aber ich sage es hier nochmal. Diese Bemerkungsfolie lese ich nicht immer jetzt vor. Die können Sie sich zu Hause in Ruhe durchlesen. Da werden Sie all das, was ich gerade gesagt habe und vielleicht noch ein paar mehr Details und Hintergründe nochmal intensivst und komprimiert vorgetragen bekommen, um es nachzulernen. Sie können die Folien lesen wie ein Buch in dem Zusammenhang. Verstehen Sie oder versuchen Sie, sich selbst zu erklären, was hier passiert. Und wenn Sie es nicht verstehen oder wenn Sie es nochmal genau wissen wollen, was eigentlich die Quintessenz sein soll mithin oder wenn bestimmte Hintergründe nicht klar sind, die finden Sie dann hier. Ja, Frage. Da können wir uns jetzt entscheiden. Hier steht das Intervall. Das sind die reellen Zahlen zwischen minus 1 und 1. Das heißt, ja, in dem Fall sagen wir, wir haben auf R abgebildet. Ich habe eben das Beispiel gesagt, der Großmeister sagt, ja, so, ne, zu 50% der Fälle würde ich hier gewinnen. Ne? Das ist so dann eine 0,5. Ist keine 1, minus 1. Wir können auch sagen, wir können uns auch zum Beispiel alle vergangenen Schachspiele von Großmeistern angucken und herausfinden, ob die gewonnen haben in ihrem Spiel. Und das dann als Beispielmenge hier angeben. Weil alle Schachbretter, die Teil dieser Spiels ja vorhanden sind, als mögliche Beispiele. Das ist auch denkbar. Dann haben Sie nur eine Dreiwertlogik im Y. Alles offen an der Stelle. Sie können auch andere Zahlen hier ansetzen. Mitchell schreibt in seinem Buch minus 100, 100 und 0. Da sind wir frei. Gestalten und manchmal spielt es keine Rolle, manchmal spielt es eine Rolle. Wie gesagt, ich lese das jetzt hier nicht alles vor, aber alles, was ich gerade gesagt habe, ist dort nochmal gesagt. Ich möchte jetzt vom Beispiel weg und Ihnen natürlich mit einem neuen Beispiel da nochmal, jetzt nochmal die gesamte Logik zwischen der Modellierung von Lernaufgaben nochmal als Ganzes präsentieren. In der realen Welt haben wir gegeben eine Menge von Objekten. Und diese Objekte wollen wir einsortieren in eine Menge von Klassen. Und wir verfügen über eine Zielfunktion Gamma, den sogenannten idealen Klassifizierer, der die Objekte auf die Klassen abbildet. Eine Funktion. Im Beispiel hier, die Objekte sind E-Mails. Die Klassen sind Spam oder Nicht-Spam, Ham. Und die Zielfunktion ist, ob eine E-Mail Spam ist oder nicht, gemäß der Einschätzung eines menschlichen Experten.
oder einer Expertin. Und unsere Aufgabe als Klassifikationsaufgabe jetzt, das ist eine spezifische Aufgabe, eine spezifische Lernaufgabe, es gibt andere Lernaufgaben, aber wir konzentrieren uns ganz auf Klassifikationsaufgaben, ist es, gegeben ein Objekt herauszufinden, was ist denn die Klasse des Objekts. Wechseln wir in die Modellwelt direkt zum Vergleich. Sie können diese internen Links hier einfach verwenden. Die sind hier gestrichelt. Es gibt andere Arten von Links, komme ich gleich noch drauf. Springen wir einfach auf eine andere Folie in hier und schauen das direkt im Vergleich an. Ich springe mal hin und her, sehen Sie jetzt den Unterschied hier. Modellwelt. Anstelle des O's, anstelle der Menge der Objekte, haben wir hier eine Multimenge X von sogenannten Feature-Vektoren, Merkmalsvektoren oder Vektoren von Kriterien, die wir ansetzen, unsere Objekte zu repräsentieren. Die Klasse, die Menge der Klassen bleibt, wie sie ist, und anstelle der Zielfunktion Gamma haben wir eine Menge von Daten, D. Beispiele mit zwei Tupeln, gegeben eine Repräsentation eines realen Objekts, x1, und der Klassenzuordnung, die uns der menschliche Experte oder die menschliche Expertin bereitgestellt hat. Wie könnte jetzt hier eine solche Menge von Feature-Vektoren aussehen? Im Falle von E-Mails könnten das einfach sein, Vektoren von Worthäufigkeiten, wobei jedes Wort eine Dimension ist und in dem Vektor dann steht, wie häufig das Wort in der E-Mail vorkommt. 0 bis so oft es halt vorkommt. Und die Klassen bleiben, wie gesagt, dieselben. Die Lernaufgabe ist jetzt, eine Modellfunktion für D zu finden. Das heißt, anhand von D eine Modellfunktion zu finden. Woher kriegen wir denn jetzt diese Daten? Nun, das haben wir eben beim Schachbeispiel schon gesehen. Wir holen uns die Daten in der realen Welt. Wir gehen zurück in die reale Welt und holen uns einen menschlichen Experten oder eine menschliche Expertin und fragen die einfach zu einer ganzen Menge von Objekten, ist das jetzt Spam oder ist das kein Spam? Dann werden diese Objekte, für die wir die Informationen eingeholt haben, gemäß unserer Feature-Repräsentation abstrahiert und abgebildet auf die Menge X. Und das ist dann letztendlich das, was unsere Modellbildungsfunktion war. Und daraus bauen wir dann die Beispielmenge. Wobei jedes Beispiel eine Zweituppel aus Feature-Vektor und Klasse des Feature-Vektors ist. Hier nochmal, wie nennen wir diese Beispiele? Wir nennen sie Zielwert oder Ground Truth, haben Sie sicherlich schon mal gehört, oder auch Beobachtung. Gehen wir dann zurück in die Modellwelt und maschinelles Lernen besteht jetzt einfach nur darin, eine Modellfunktion aufzustellen. Hier, wie eben gesehen, zum Beispiel eine lineare Funktion. Und dann irgendeine Theorie, Statistik oder irgendeinen Algorithmus anzuwenden, um die Parameter dieser Funktion möglichst gut auf die Beispieldaten anzupassen. Das ist alles. Das ist Machine Learning. Und damit werden wir uns jetzt im Rest des Semesters mehr oder weniger auseinandersetzen. Ich möchte es Ihnen auch nochmal schematisch darstellen, ein drittes Mal. Erst am Beispiel, dann im Detail und hier nochmal bildlich. Ausgangspunkt ist eine Menge von Objekten, die durch irgendeinen Mechanismus Gamma auf Klassen abgebildet werden. Sei es ein natürliches Phänomen, sei es menschliche Expertinnen, sei es irgendein digitales Phänomen zum Beispiel. Was man letztendlich auch unter natürliches Phänomen einsortieren würde. Diese Objekte bilden wir ab in einen sogenannten Feature-Raum. Sie sehen, hier ist ein anderes X verwendet, da komme ich gleich drauf. Und dafür verwenden wir eine Modellbildungsfunktion Alpha, die die realen Objekte nimmt, jedes einzelne,
und sie abbildet auf eine Flipchart-Präsentation. Und unsere Aufgabe besteht nur darin, von diesem Feature-Raum ausgehend ein Classifier zu trainieren, Y, eine Modellfunktion, die letztendlich dasselbe macht wie die Zielfunktion Gamma. Y soll sich an Gamma annähern. Die Objekte könnten sein Pilze, menschliche Expertinnen könnten sein Pilzsucherinnen, erfolgreiche Pilzsucherinnen. Klasse könnten sein essbar oder nicht essbar. Eine Abbildung könnte sein Aussehen im Sinne von welche Farbe, hat er Punkte, solche Dinge. Verschiedene Features, verschiedene Kriterien, die man ansetzen kann. Eine Modellfunktion könnte sein, eine lineare Modellfunktion, wie wir sie gerade beim Schach gesehen haben. Und dann stellt sich die Frage, wie viele Punkte darf ein Pilz haben, sodass er noch essbar ist. Genau, dann kommen wir zuletzt in diesem Abschnitt der Vorlesung noch zur Spezifikation von Lernaufgaben zu einem ersten Algorithmus, der mir nun hilft, diese Modellfunktion oder eine Modellfunktion, hier eine lineare Modellfunktion, zu optimieren. Das heißt, hier die Parameter der Modellfunktion so anzupassen, dass wir möglichst gut die Beispiele, die wir gesammelt haben und die hoffentlich möglichst gut die reale Welt repräsentieren, vorherzusagen imstande sind. Der Algorithmus heißt Least Mean Squares. Als Eingabe erhält der Algorithmus die Menge der Daten, die wir gesammelt haben aus der realen Welt, und einen Parameter Eta, die sogenannte Lernrate, ist eine kleine positive Konstante. Und ausgeben tut der Algorithmus einen Gewichtsvektor W. Dieser Gewichtsvektor setzt sich zusammen aus den Gewichten der Modellfunktion, die wir ansetzen. Wir setzen eine ganz spezifische Modellfunktion an, nämlich die lineare Funktion, die wir eben schon gesehen haben. Und diese lineare Funktion hat p Dimensionen. Das heißt, die realen Objekte werden abgebildet auf einen p-dimensionalen reellen Raum. Und wir haben p plus 1 Parameter, denn um eine lineare Funktion vollständig zu machen und insbesondere auch die Berechnung hier am Ende mit dem Skalarprodukt zu ermöglichen, benötigen wir noch das Gewicht W0 zusätzlich. Wir benötigen eine Dimension mehr, um überhaupt eine Einschätzung treffen zu können. Wie funktioniert der Algorithmus auf Basis der Eingabe? Wir initialisieren diesen Gewichtsvektor für die lineare Funktion zufällig und wir initialisieren eine Laufvariable, die einfach nur die Zahl der Lernschritte misst. Und dann treten wir in eine Schleife ein, die sich so lange wiederholt, bis ein Konvergenzkriterium erfüllt ist. Wir zählen die Laufvariable um 1 hoch, wählen zufällig irgendein Beispiel aus unserer Beispielmenge aus und berechnen dann den Wert der Modellfunktion, die wir angesetzt haben. Das heißt, wir nehmen einfach die verschiedenen Merkmale, berechnen diese Linearkombination mit den zufälligen Gewichten, die wir initial erzeugt haben. Und das Ganze kann man dann auch als Skalarprodukt schreiben. W transponiert, multipliziert mit x. Diesen Wert ziehen wir dann von der Klasse, die das Objekt haben soll. Die Klasse sei hier auch repräsentiert als eine Zahl, zum Beispiel 0 oder 1. Daraus erhalten wir Delta und Delta ist unser Fehler. Diesen Fehler multiplizieren wir mit x und der Lernrate und erhalten dann den sogenannten Delta-Gewichtsvektor. Und der wird dann mit dem Gewichtsvektor addiert und wir erhalten einen neuen Gewichtsvektor, mit dem wir wieder am Schleifenanfang beginnen. Dieser Schritt hier Nummer 7, der ist entscheidend. Diese Multiplikation.
Denn das ist jetzt als Kommentar schon vorweggenommen und Sie sehen es, haben es auch in der Übung, in der Hausaufgaben vielleicht schon gesehen. Was hier durch den LMS-Algorithmus realisiert wird, ist das, was man Gradientenabstieg nennt. Und diese einfache Multiplikation hier, die ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern die ergibt sich aus der Ableitung der sogenannten Verlustfunktion, der punktweisen Verlustfunktion des quadratischen Fehlers. Der LMS-Algorithmus minimiert den quadratischen Fehler, den die Modellfunktion auf den Beispielen, die der LMS-Algorithmus betrachtet, macht. Die Ableitung ist minus Delta mal x dieser Verlustfunktion, die ich jetzt hier nicht weiter spezifiziere, da kommen wir später in der Vorlesung noch drauf und auch in der Übung. Und wenn ich minus Delta mal x einsetzen würde, dann würde ich einen Gradientenaufstieg machen, das heißt mich nicht dem Minimum des Fehlers bezüglich der Parameter annähern, sondern ich muss hier dann nochmal mal minus 1 nehmen und demzufolge einfach nur Delta mal x. Was macht die Lernrate Eta hier? Eta sorgt dafür, dass ich eine bestimmte Schrittweite gehe. Das heißt, ich gehe nicht irgendwie zufällig durch den Gradient herunter, sondern ich gehe einen kleinen Schritt. Und dann noch ein und noch ein und noch ein mit jedem neuen Beispiel. Denn jedes neue Beispiel zeigt eventuell bezüglich des Gradienten in eine andere Richtung. Eta bleibt konstant, muss aber vernünftig gewählt werden, sodass die Schritte nicht so klein sind, denn sonst braucht man zu viele Schleifendurchläufe, wird niemals fertig, kommt niemals an beim Minimum. Oder wenn Eta zu groß gewählt wird, dann überspringt man das Minimum und oszilliert, was auch nicht so schön ist. Irgendwann sind Konvergenzkriterien erreicht, zum Beispiel ist der Fehler so klein, dass wir sagen, genügt uns, oder es sind eine hinreichende Zahl von Schleifendurchläufen durchgelaufen, sodass wir sagen, okay, jetzt reicht es auch langsam, mehr kriegen wir nicht raus. Der Algorithmus ist einfach, hoffe ich, aber ich will trotzdem Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, sag mal, darüber nachzudenken und Fragen zu stellen. Haben Sie irgendwas nicht verstanden? Ja. Haben wir Kreide hier? Ja. So. Fehler. Und das ist jetzt einfach irgendeine Parameterkombination, die wir haben. Wir befinden uns irgendwo mit irgendeinem Parametervektor, der aktuell vorhanden ist, zum Beispiel mit dem Zufallsparametervektor befinden wir uns hier auf dieser Fehlerfunktion. Ich nehme mal an, diese Fehlerfunktion ist einfach so geformt und wir wünschen uns, den Fehler zu minimieren. Alles, was wir tun müssen, ist, irgendwie von dieser Stelle mit unserem Parametervektor zu dieser Stelle zu kommen. Und das soll geschehen, indem wir diese komischen Updates hier machen. Und das heißt, wir stellen fest, wo wir auf dieser Fehlerfunktion sind, was ist der Gradient, und wir gehen dann in die Steigung an der Ableitung hier, und wir gehen dann genau in die andere Richtung, um den Abstieg zu wagen. Das heißt, Delta mal x. Und Eta soll jetzt hier einfach nur dafür sorgen, dass die Schrittweite eine bestimmte Größe hat. Wir gehen also viele kleine Schritte und irgendwann kommen wir dann hoffentlich im Minimum an. Wenn wir Eta zu groß wählen, dann springen wir hier hin und her und landen eher nur zufällig in der Mitte. Das ganz grob. Aber das kommt alles nochmal ausführlicher später. Ja? Ja, also wenn es ausführlicher kommt, okay. Ich war auch etwas verwirrt, gerade in Hinsicht darauf,
was passieren würde, wenn wir Ether zum Beispiel nicht hätten, dann meinten wir, also ja, es würde auch etwas passieren, aber im Großen und Ganzen gibt uns dieser Hyperparameter ein bisschen Kontrolle darüber, wie weit wir gehen. Ja. Kann auch sein, dass man im Laufe eines komplexeren Algorithmus Ether mal ein bisschen anpasst, um dann zum Beispiel am Anfang weitere Schritte zu gehen und dann, je näher man dem Ziel kommt, kleinere Schritte. Aber das ist jetzt, das führt zu weit hier. Andere Fragen, weitere Fragen, ja. Ja. Da subtrahieren wir von C, Y von X. Ja. C ist ja unsere abstrakte Klasse. 1 oder 0. Wie soll denn da so eine Subtraktion aussehen? Ja, genau. Also wir müssen natürlich diese Klasse irgendwie repräsentieren, diese Zahl C. Und wir sagen einfach, Spam ist 1 und Hem ist 0. Oder umgekehrt. Und wir wollen dann halt, dass Y, wenn Spam vorliegt, auch 1 sagt. Und wenn Hem vorliegt, auch 0. Ja, in dem Fall ist es eine binäre Klassifikation, die wir hier anstreben. So ist es. Wie umgeht man die Gefahr, ein lokales Minimum zu landen? Das ist hier in dem Fall, das hängt ein bisschen von der Art und Weise, wie man eine Modellierung macht. Das ist jetzt hier eigentlich nicht das Thema, sage ich mal. Das wäre wirklich schon weiter fortgeschritten und ich würde sagen, da gucken wir dann nochmal später drauf. Das ist jetzt ist erstmal nur der erste Algorithmus. Aber ja, das kann passieren. Ja. Können Sie vielleicht nochmal wiederholen, warum jetzt das Minus bei dem Delta ist, dann in den Kommentarbereich abspringt? Ja. Die Ableitung habe ich jetzt hier nicht vorgeführt, die kommt nochmal bedeutend später in der Vorlesung, die ist dann auch auf den Folien drauf. Wir haben eine Funktion, die den quadratischen Fehler misst. Das heißt, wir machen diese Subtraktion hier und quadrieren sie. Und wenn wir von dieser Funktion die Ableitung nehmen, dann erhalten wir das als Ergebnis. Und wenn wir hier negativ Delta mal x multiplizieren würden, dann würden wir einen Gradientenaufstieg machen. Das heißt, wir würden den Fehler erhöhen. Und demzufolge müssen wir hier nochmal minus 1 nehmen. Ja. Ich kann im Prinzip sagen, dass es bei den zukünftigen Algorithmen, die hier oben alle verlinkt sind, dass diese gekringelten Links verweisen auf andere Units. Da gehe ich jetzt nicht drauf, aber können Sie ja selber nachgucken. Die Algorithmen sehen nicht viel anders aus. Das ist der Algorithmus, der lernt. Die Schritte sind folgende. Wir evaluieren die Modellfunktion. Wir berechnen den Fehler oder in diesem Fall ganz konkret das Residuum. Hier geschieht Regression. Und wir berechnen die Ableitung der punktweisen Fehlerfunktion, der Verlustfunktion, des Losses, sogenannten Losses. Haben Sie im Zusammenhang von Deep Learning sicherlich das eine oder andere Mal schon gehört, den Begriff. Und dann nehmen wir ein Parameter-Update vor. Die Modellfunktion hat Parameter, das sind die Gewichte und das ist unsere Vermutung dafür, wie denn die ideale Zielfunktion aussehen kann. Hier oben ist auch nochmal gesagt, die Ausgabe sind nur die Parameter. Am Modell ändert sich nichts, das können wir dann nicht mehr ändern. Was wir erreichen können mit den Parametern ist, dass wir eine Vorhersage darüber machen, wie gut denn die Daten dazu geeignet sind, in der Realität denn wirklich angewendet zu werden. Denn eigentlich wollen wir diese Modellfunktion ja verwenden, nicht die existierenden Daten möglichst gut vorherzusagen, sondern wir wollen danach schauen, dass wir sie auf die reale Welt loslassen, wo es andere Beispiele gibt, die wir noch nicht gesehen haben und wo wir dann hoffen, dass die Entscheidungen richtig sind. Das ist dann der Gegenstand der Evaluierung, herauszufinden, ob die Modellfunktion wirklich funktioniert. Das haben wir hier noch nicht gemacht. Ja. Was heißt denn Parameter-Update genau? Gehe ich nochmal zurück. Wir haben eine initiale Belegung der Parameter dieser Modellfunktion. Die Parameter sagen, wie wichtig ist jedes einzelne Kriterium x, mit dem ich die
E-Mails repräsentiere. Wie wichtig ist das Wort the? Wie wichtig ist das Wort irgendein explizites Wort? Wie wichtig ist das Wort hallo und so weiter und so fort? Oder kauf mich? Und die Parameter sollen uns dann sagen, okay, wenn da Kauf steht, dann könnte es schon eher Spam sein, als wenn da Hallo steht. Und da ich die aber initial zufällig erzeuge, die Parameter, stehe ich vor einem Problem. Und das Problem ist, dass ich nicht weiß, welche Parameterbelegungen denn wirklich am besten Spam von Nicht-Spam unterscheidet. Und wie Sie hier sehen können, da ich P verschiedene Parameter habe und P relativ groß sein kann, gerade wenn ich E-Mails darstelle als die Menge, also als der Vektor der Wörter, es gibt hunderttausende Wörter, befinde ich mich in einem sehr, sehr großen Möglichkeitsraum. Wir sprechen von einem Hypothesenraum. Und der LMS-Algorithmus durchsucht diesen Hypothesenraum, indem er zufällige Beispiele sich anschaut und daraufhin die Parameter leicht justiert, um diese Beispiele in Zukunft ein bisschen besser zu bewerten. Und das geschieht genau hier in diesem Update-Schritt hier. Wir berechnen den Fehler, wir steigen den Gradienten ab um einen Schritt und aktualisieren den Parametervektor durch diese berechnete Veränderung, die sich daraus ergibt. Und im nächsten Schritt schauen wir uns ein anderes Beispiel an und gucken, ob uns das was gebracht hat oder nicht und aktualisieren den Parametervektor weiter. In der Hoffnung, dass wir in einer schönen Situation sind, dass wir tatsächlich in einem Minimum landen können und nicht, wie eben gesagt, dass die Situation etwas unschöner ist und wir uns Sorgen machen müssen, in einem lokalen Minimum zu landen, aber nicht das globale zu finden. Wir werden uns am Anfang mehr mit etwas wohlgeformteren Problemen herumschlagen, wo das Problem der lokalen Minima nicht auftritt. Noch eine Frage? Okay, gut. Damit sind wir hier auch durch.